nichts mehr erinnern. Krass. Weißt du, ich bin nämlich auch beim Stall gewesen, weil ich nochmal mit dir reden wollte. Ich hab echt gedacht, ich war deutlich genug. Ja, warst du auch. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dir zu sagen, was ich dir die ganze Zeit sagen will. Nee. Es ist total egal, was du sagen willst. Es geht doch immer noch um diese blöde Wette mit Tristan. Was? Nein, ehrlich, die Wette ist doch längst vorbei. Sehen wir doch nichts. Du versuchst immer noch, mich als erstes ins Bett zu kriegen. Bella, du bist ja wirklich wach. Wie geht's dir denn? Ach, ich fühle mich wie ein Räucherl und mir ist total schwindelig, aber es geht schon. Ach, du machst aber auch Sachen. Warum hast du denn nicht zu Hause in deinem Bett geschlafen, sondern auf dem Gestüt? Weil da jemand ist, auf den ich so gar keine Lust habe. Ich dachte, ihr beide hättet das längst miteinander geklärt. Das dachte ich eigentlich auch. Ja, ich auch. Ich hab's heute zum vierten Mal versucht. Aber immer ist irgendjemand dazwischen gekommen. Erst Tristan heute Morgen, jetzt ihr. Tristan war auch hier? Andi, wenn ihr immer noch an dieser unsäglichen Wette festhaltet. Nein. Nicht Tristan, er hat mich gerettet. Tristan von Lahnstein? Hat dich gerettet? Nein, hat er nicht. Ich war's. Ich hab dich da rausgeholt. Anne, ich glaube echt, du gehst jetzt besser. Ja, aber... Du, das ist so arm. Echt, rausfritsche. Anne, ich habe ja keine Ahnung, was hier gerade abgeht, aber ich glaube, es ist wirklich besser, wenn du gehst. Klar, dass da nur Müll bei rauskommt. Du bist bescheuert, wenn du es nicht machst. Aber ich will nicht, dass Tristan mit der Aktion durchkommt. Aber das tut er doch eh. Du kannst dich beweisen, dass er es nicht war. Und Bella glaubt dir kein Wort. Jetzt soll ich ihm auch noch helfen. Nicht helfen. Einfach nur dafür sorgen, dass Tristan nicht der Einzige ist, der durch einen Vorteil hat. Und wenn du es so machst, wie ich es dir gesagt habe, dann hast du auch was davon. Und vielleicht hast du auch wieder eine Chance bei Bella. Egal, was Bella sagt, ich glaube schon, dass sie beeindruckt hat, dass Tristan sie gerettet hat. Ja, wen würde das nicht beeindrucken, klar. Oh. Hallo. Hi. Bella. Hi. Andi, was ist eigentlich los mit dir? Was denn? Warum hast du gesagt, dass du Bella gerettet hast? Ich kenne dich gar nicht wieder. Erst die Geschichte mit der Wette und jetzt bist du auch noch eifersüchtig, dass Tristan Bella gerettet hat. Ich meine, wir müssen doch alle heilfroh sein. Ich bin ja auch froh, dass Bella nichts passiert ist. Ich weiß ja, dass du ein Problem mit Tristan hast, aber gleich zu sagen, dass er lügt, das ist doch ein bisschen krass. Also ich weiß, dass Andi ein ehrlicher Mensch ist. Also, wenn du mir ins Gesicht sagst, dass du Bella gerettet hast und nicht Tristan, dann glaube ich dir. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Wahrscheinlich war ich sauer auf Tristan. Jedenfalls, natürlich hat er sie gerettet und nicht ich.